So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Play the Demo. So, wir spielen heute Hacker Evolution Immersion. Und zwar ist es ein Spiel, von dem ich persönlich keine Ahnung habe. Ich habe es mal kurz angetestet. Windows Mode, nö, eigentlich nicht. So, das heißt, wir legen eigentlich auch direkt los und schauen mal, wie das Spiel so wird. So, wir wollen natürlich das Tutorial spielen. Oder die Sandbox. Nee, komm, wir spielen das Tutorial. So, your first objective is to hack the target.net server. You can see it on the target map. To see what kind of security a server has, type scan target1.net in the console. Ich kann die nicht verschieben, scheiße. So. Root at localhost. Hey, was machen die auf meinem Rechner? This information is also displayed on the target map. The first thing you need to do. Is decrypt the server encryption and bypass its firewall. Also das erste, was wir machen müssen, ist die Verschlüsselung des Servers aufzulösen und an seiner Firewall vorbeizukommen. Um das zu machen, müssen wir decrypt eingeben und Enter betätigen. While the decryption process is in progress, you can increase the CPU speed and balance your CPU resources. Während dieses Prozesses können wir halt unseren Computer irgendwie balancieren. Between your firewall and the decryption task. By using the dials on the bottom right side. Also hier unten. You can move your mouse over and use the scroll button or click to set the exact value. Learn to properly balance these resources to make your hacks more efficient. Next, you have to crack the password for the server. There are several ways to do that. But for now, we will use a simple brute force attack. Brute force attacks, blah. While the brute force attack is running, balance your resources using the dials on the right side, also die Dinger hier unten, to avoid losing your firewall and increase the speed and efficiency of your attack. Press F3 whenever you want to read the mission brief again. Press Esc to dismiss this window. Okay, gut, also wir sollen erstmal scan target1.net sagen. So, hier ist er. IP-Adresse 10.001. Dann machen wir das doch mal. So, wir scannen das Target. So, die Net Balance ist irgendwie bei 95%. Network Interfaces, yes, Modem, nein, Trace Time, was auch immer. So, dann sagen wir doch mal Decrypt, Target One, kann ich, ja, wunderbar, das ist doch nett. Kann ich Post 1 sagen? Nee, kann ich nicht, okay. Dann sagen wir das halt so, Decrypt, Target One.net und there we go. Neural Firewall Integrity. So, die Firewall würde ich eigentlich ganz gerne mal ein bisschen erhöhen, weil ich die Integrität meiner Firewall eigentlich relativ weit oben haben möchte. Dann dauert der Spaß zwar ein bisschen länger, aber wir sind halt irgendwie auf der sicheren Seite. So, steht irgendwo, wie lange ich Zeit habe, muss ich irgendwie bestimmte Zeit, so, muss ich irgendwo CPU Balance gegen die Firewall. Okay, wir haben 5% Download. Wir brauchen eben Upload ganz viel. Okay, das ist eh Maximum. Okay, und hier können wir übertakten gegen die Temperatur, schätze ich, oder? Ach nee, das geht nicht. Okay, ich finde es auch irgendwie sehr spannend, dass. Ah, mach mal fix. Ich glaube, das wäre anders,
ein bisschen suboptimaler gegangen. Na gut. Okay. Die Firewall-Stärke sind 512 Bit. Gut, dann machen wir mal Brute Force Target 1.net. Das sollten wir ja machen. So. Wenn es so weitergeht, wird es aber nichts. Zack. Auf Max. Ja, das sehen wir hier unten schon. Die werde ich auf jeden Fall nicht überleben, die Mission. Dieses Scheduling, wie das funktioniert, das blicke ich nicht so wirklich. So, jetzt sind wir Ding. Game over. Okay, wir fangen ein neues ba Ding an. Wir fangen wieder das Tutorial an. Wir drücken Escape. Wir sagen Scan Target 1. Target1.net. Das kostet mich noch keine Firewall. So, dann würde ich das eigentlich ganz gerne relativ fix machen. So, dann sage ich decrypt target1.net. Das sollte ja schnell gehen. Genau. So, und für Brute Force brauche ich wahrscheinlich eine hohe Integrität. Ja, eigentlich brauche ich beides. So, dann gehen wir mal wieder dahin und dann sage ich hier mal Brute Force Target minus 1.net. Eine Minute. Ja, das klingt vernünftig. Das sieht aus, als ob das jetzt passen würde. Okay, also wir lassen unseren Brute Force Attack über dieses Target One laufen und dann schauen wir mal. Also momentan sieht es gut aus. Und lass mich raten, das Passwort ist Querz. Da fällt mir ein, das Passwort habe ich irgendwo anders auch schon mal verwendet. Wo war denn das? Ach so, ja, bei einem Account, den ich dann wieder gelöscht habe. Genau. So, also die Decryption, die sollte man relativ fix machen. Wenn wir da halt nicht viel, wie sagt man das? Ich glaube, das Fensterchen hier unten müssen wir auch noch im Auge behalten. Wenn wir da halt nicht viel, ja, QWERTY-UI. Jede Wette. Ja, sieht man schon. QWERTY-UI. Okay. Mission Brief, Tutorial Level, Objective 2. The second objective is to find a hidden server. Connect to the first server by typing telnet target 1.net in your console. Once connected, see what files are on the server by typing ls in the console. Ja, das sollte man hinkriegen. Type cat filename to view the contents of a file. Das sollte man auch hinkriegen. You can find hidden server names by exploring the files on the server. In this case, you will find the name of the second target, highlighted in orange. Scan server name. Und dann sollen wir das Ganze weitermachen. Tipp: When your CPU is close to meltdown, quickly click the dial to reduce its speed below the overclock value. And then click the dial to overclock it again. You can repeatedly gain 9 extra seconds at full CPU speed. Okay. Gut. Also. Wir sagen also telnet target 1.net und Talent. Genau, wir haben Talent, offenbar. Telnet natürlich. Okay. Dann sage ich hier mal ls. Connection log. So, cut Zombies. Zombies. Day 8
Darkie's brain. They are after your brains. For consistency with temporary game design, we have added a reference to zombies. Okay. Connection.log target2.net. Okay, dann sagen wir hier mal scan target2.net. Bam. So, und wir würden den ja jetzt eigentlich ganz gerne indirekt. So, ich will den jetzt wieder hardcore-mäßig decrypten. Decrypt target2.net. Okay, hat der also gar nicht. Gehen wir wieder auf Hälfte. Okay, und dann machen wir Brute Force target2.net. So. Okay, das geht schon wieder direkt. Dann würde ich sagen, close. Zack. Du darfst hier runter. Du gehst immer noch runter. Du gehst immer noch runter. Ja, du steigst wieder leicht. Gehen wir mal dahin. Okay, was sagt meine Feuerwand-Integrität? Meine Feuerwand QWERTY UI mit dem großen I diesmal. Ui, das ist ja faszinierend. Faszinierend. Okay. Achtundzwanzig noch. Das sollte eigentlich fast klappen. Dann würde ich ganz gerne dahin. 15. Da. 8, 7, 6. Okay, gut. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Und geschafft. Mission Brief 3, Tutorial Level 3. Your next objective is to retrieve an exploit file. Als nächstes sollten wir eine Datei sammeln, die wir für Exploits verwenden können. So, geht der runter? Nein, der geht hoch. Der geht da hoch. Die Frage ist, wie weit? So, und die Frage ist hier, wie weit geht der hier runter? Okay. Wir sollen uns mit dem Server verbinden, wir sollten die Exploit-Datei und wir sollten raus. Während dem Download, genau, also wir sollten halt den Download-Speed. Dabei ist natürlich auch die Firewall-Integrität gefragt. So, also weg mit dir. Gut, telnet target2.net. Das machen wir. Okay, dann sagen wir hier mal Logout. Logout. Eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne indirekt den Spaß gemacht. Logout. Telnet target to. Man macht doch nie direkte Verbindungen. Man macht immer Verbindungen über Umwege, damit es schwierig ist nachzuvollziehen. LS. So. Cut telnet
Turtle Log. Connecting to. So, dann machen wir hier rm telnet.log help cut decrypt brute force exploit telnet dial logout download upload firewall echo cpu balance net balance exit chat cheat next advance to next level. Okay, das will ich ja eigentlich nicht. Display level objectives, display mission brief. Okay. So, dann können wir hier mal ein bisschen höher gehen. So vielleicht. Und dann sage ich doch hier mal. Also hier geht es jetzt. Ne, eigentlich um Download. Sage ich hier jetzt nämlich Download. Download. Exploit.bin, die laden wir jetzt mal runter. Ja, genau, und die Integrität ist nämlich auch wieder Grütze. So. Wunderbar. Kann ich die CPU erhöhen? Bringt das irgendwas? Beim Download eigentlich überhaupt gar nicht, muss ich sagen. So, zack. Okay, und der dritte Server ist ein bisschen komplizierter. Ich habe doch gar keine Feuer. Ich habe doch keine Feuerwand mehr. Kein bisschen. Okay, der dritte Server ist ein bisschen komplizierter. Look for clues on target2.net to find it. Once you have found it, use the scan command to reveal it on the map. Okay, important, you can also find references as IP addresses and you can also use the scan with IP addresses, natürlich. With a bit of luck, you will also find the password for this server. Once you have the password, type this to bypass the server command. Password server password. Okay, also wenn wir irgendwo ein Passwort finden, das haben wir ja eigentlich schon. Username, Passwort, Hacker, Evolution, Immersion. Das haben wir ja eigentlich schon gemacht. Also ich habe ursprünglich gedacht, dieses Telnet wäre quasi mein Fehler, mein Problem gewesen. Also wäre meine Verbindung. Deswegen wollte ich die Telnet-Log löschen. Weil ich quasi gedacht habe, ich erscheine in diesem Telnet-Log. Gut, you will see that the encryption level is very high on the server and it's almost impossible to decrypt. Use the exploit you retrieved previously to bypass the firewall encryption by typing exploit server, exploit bla bla bla. Okay, also. Das heißt, was wir jetzt als erstes machen, ist hier. Wir sagen logout. Dann sagen wir scan 10.0.0.99. Bam, haben wir bezogen, ist in Russland, Moskwa. In der Moskwa. Okay, dann sagen wir auch, was wollten wir als nächstes machen? Ja, wir wollten Password server-3.net und das Passwort war Hacker Evolution Immersion. Bam. Gut. Kann ich wahrscheinlich nicht, weil es dann Game Over ist. Telnet. Ach komm, IP ist schneller. 003. Ach, nicht 3,99. Okay, dann machen wir hier Exploit Help. Nee, okay.
15.0.0.99. So, dann sollte ich wieder die CPU-Load wahrscheinlich machen und den Upload. Warte mal, F3, was sagt der hier? Ah. Okay. Und dann müsste das ja hier exploit.bin sein. Ja, wunderbar. Okay, das hätten wir geschafft und dann würden wir mal die Demo jetzt endlich spielen. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? 22 Minuten oder wie? Lass mich schielen, 20 Minuten, okay. Mission Brief, das Sputnik-File. On October the 4th, 1957, the Soviet Union launched the Sputnik 1 satellite. Okay. During its 21 days of flight, it transmitted signals back to Earth. Recent intel suggests that there is some information within those transmissions that wasn't disclosed. Also, es scheint so Informationen in diesen Daten zu geben, die noch nicht entschlüsselt wurden. Also, es geht um einen Sputnik-Satellit, der 21 Tage lang rumgedingst ist, geflogen und Informationen an die Erde geschickt hat. Und einige Informationen wurden noch nicht entschlüsselt. You need to grab a copy of the files containing all the original transmission data. Also, wir müssen uns die Daten besorgen, die zurückgeschickt wurden. It won't be easy. As that file is located on the old BESM-6 mainframes at the Baikonur Cosmodrome. Oh, die Dateien sind im Baikonur Cosmodrome. They don't have a network interface, so you will need to dial in using a modem. Na toll. You need to find the phone numbers for the modems on the mainframe and its control station. We managed to locate a phone belonging to a Russian engineer who still manages those mainframes. Hack his phone visible on your target map and locate the two modem numbers. Once you have the numbers, use the scan command to reveal the computers on your target map. Okay. Also. Gut. Phone. Global Internet Authority, Black Undernet. Okay, dann würde ich mal ganz gerne hier sagen, Fluffington. Ach komm hier. Gut, wir sagen hier mal Fluffington und dann sagen wir zu dir. Nee, scan muss ich ja nicht. Doch, scan 10.77.65.12. Ja, Punkt 12, genau. Okay, Firewall-Stärke so und so, 0 Charakter. So, dann sagen wir hier ganz schnell Decrypt. Decrypt 10.77.65.12. Bam. Und CPU bitte Max. CPU bitte Max. Trace. So. Na komm, gehen wir ein bisschen runter. 10. 9. Ja, wunderbar. Also Trace scheint quasi die Zeit zu sein, bis ich entdeckt wurde. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, also Passwort keins. Dann müsste ich hier sagen können, Telnet 10.77.56.12
Okay, ls. Cat call.log. Modem call, voice call, modem call. Number dialed. So. Das wären dann die 53 und die 635. Sehe ich irgendwo eine andere Nummer? Nee. Okay. Machen wir mal Cut Inbox. Fail to retrieve attachment mail. Qtrumru. Stop responding. Authentication fail with password. Was auch immer. Password too long. 80 characters instead of 16 expected. Header received via public. Bla bla bla. Das heißt XX. Query IOP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das heißt, die könnten wir auch mal anschauen irgendwann mal. Aber momentan interessiert mich das nicht. So, dann Cut, Card, Enk, Deco, bla bla bla, ATM used. Okay. Interessiert mich aber gerade gar nicht. Was ist mit Wi-Fi Networks? Home Wi-Fi public. No password, no password. Okay. Die Leute, die haben alle keine Passwörter. Gut, ist ja jetzt auch egal. Was sagt er mir nochmal? Okay, ich soll die also suchen. Dann mache ich doch mal Scan. 7.73622.553. Das war der und das hier war 635. Ja, wunderbar. Okay, das habe ich schon geschafft. Okay. Ja, Baikonur ist ja in Kasachstan. Das heißt, da oben ist definitiv nicht Baikonur. So. You need to find the phone numbers for the modems on the mainframe and its control station. Und seine Kontrollstation. We managed to locate a phone belonging to the Russian engineer. Bla, heck, bla. Zwei. Ja, gut. Dann kann ich jetzt hier auch sagen mal Logout, oder? Also hier ist wieder Logout. Logout. Decrypt wahrscheinlich. Decrypt. Fangen wir mal mit dem Leichten an. Ja, warte mal. Wir machen erstmal Help. Ich muss mich ja mit Modem dial wahrscheinlich. Dial 7.73622.635.modem. Help dial. Okay, dial help. Dial modem number. Okay, dann muss ich wahrscheinlich sagen decrypt. Decrypt 7.73622.635.modem und dann will ich hier natürlich wieder auf Highest CPU gehen. Bam.
Zack, wunderbar. Können wir hier wieder runtergehen. Und dann könnte ich jetzt sagen, Dial 7.2.7.73622.635.modem ls. Nix, war klar. So, dann kann ich hier wieder sagen Exit, Logout. So, und das ist dann aber nicht 635, sondern 553.modem. Okay, hier sind wir wieder da. Ich ratz mal wieder das Ding wieder ganz nach oben und... Ach. War ja nicht Dial, war die Crypt. So. 553. Die CPU ist weit unten. Wir gehen hier wieder ans Ende. Also. CPU ganz nach oben und Action. So. Trace wäre noch okay. Trace wäre noch okay, aber die CPU geht langsam ans Ende. So, das muss ich runterdrehen. Noch ein bisschen. 1,42. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Temperatur, geh runter. Komm, Temperatur, geh runter. Oh Mann. Das wird gar nichts. So, kann ich dich ein bisschen runterhauen? Kann ich die Decryption ein bisschen abbrechen? Geht es vielleicht? So, dann sollte ich die Firewall-Integrität vielleicht ein bisschen hochdrehen. Aber das bringt mir ja auch nichts. Okay, dann machen wir das mal so. Und so. Boah, nee. Kann ich das abbrechen? Runter. Boah. Also ich hätte wahrscheinlich gleich auf Bacon nur gehen sollen. So, wir drehen die mal runter. Komm, Temperatur gehen wir ganz nach unten. Und Balance gehen wir dahin. Was mich jetzt interessieren würde, warte mal, Telnet 10 77 65 12 ls. Cut in box. Okay, dann machen wir doch einfach mal scan mail.curatam.ru. Und dann sage ich Passwort. Ja, machen wir erstmal Logout. Machen wir Decrypt. Decrypt 193.0.0.1. Okay. CPU muss wieder nach ganz oben. Pam. Und Action.
Server not found. Ach, 10 ist es, okay. 10 ist es. 10.0.1. Okay. Also nochmal nach ganz oben. Bam. Die Firewall hier unten macht mir Sorgen. Die würde ich ganz gerne ein bisschen hochdrehen. Wie viel Zeit brauche ich noch? Nee, das ist nichts. 19, 17, 16, 15. Wow. Wow. Boah, jetzt wäre mir beinahe, der Prozessor abgeschmiert. Ja, komm, das schaffen wir noch. Aber gerade so. So, okay. Dann können wir hier wieder balanced machen. Und dann schauen wir hier mal. LS. So, ich brauche einen neuen Rechner. Ich finde es ein bisschen lächerlich. Vale. Cut boot.hs. Localhost. Example game script file. This gets executed when the level starts automatically. You can also execute it anytime from the console with exit boot.hs. Okay, dann machen wir mal hier exec boot.hs, warum auch immer. Ach, ich bin bei root. Mann, was soll denn der Blödsinn? Okay, ich wollte eigentlich Telnet. Ne, ich wollte eigentlich Passwort. 193.10.0.1 sagen. Und das Passwort wäre dann ja quer Y, ne? Der war ja Y, ja. Englische Tastatur. Vor allem, weil die Russen solche Passwörter haben. Naja, gut. IOP 1, 2, 3, 4, 5, 6. XX sollte ich lassen. Zack. Und dann sage ich Telnet 193.10.0.1. Und dann, was würde ich denn dann tun? Dann würde ich sagen LS. Okay. Dann sage ich hier auf jeden Fall Download Besen minus 6 minus exploit.bin. Da habe ich meine Firewall fast geschrotet. Ah, shit. Okay, gut, das war der Level. Ja. Wir fangen es nochmal an. Wir wissen ja jetzt das Wesentliche. So. Das Wesentliche, was wir jetzt wissen, ist ja. Also, das erste, was ich mache, ist decrypt 10.77.65. Komm, den Level wollen wir schaffen und danach lassen wir es auch bleiben. Es sei denn, es klappt wirklich nicht. So, also. Das heißt, du gehst jetzt auf Max und dann würde ich mal hier decrypten. Von mir aus kann der auch Max CPU gehen. So. Für den Anfang ist es ja in Ordnung. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt eigentlich schon ein bisschen etwas. Zum Beispiel, dass wir den anderen gar nicht decrypten brauchen. So, und dann würde ich zu dir eigentlich ganz gerne sagen, ja, das passt. Kannst du wieder hier runter. So, und du kannst wieder auf ausgeglichen gehen. Genau. So, und du darfst hier hin. Danke. So, dann kann ich jetzt hier sagen Telnet. Telnet 10.77.65.12. So, ls. So, dann sage ich hier ist cut call.log. Wunderbar, dann kann ich jetzt sagen scan 7.73622.553, der ist da unten bei Baikonur und dann
Will ich noch den 635? Der ist da oben irgendwo. Beringstraße heißt es, glaube ich. Keine Ahnung. Oder vielleicht ist die weiter vorne, oder? Gut, dann würde ich auf jeden Fall noch sagen, Cut in Box. Dann sage ich hier Scan Mail dort tyuratam.ru. Haben wir den. Dann kann ich sagen Decrypt. Mail dort. Ach komm, 193.10.0.1. So, ich will die CPU wieder hochhauen. Pam. Und pam. So, wir düsen da einfach mal durch. Für Decryption braucht die Firewall eigentlich so gut wie gar nicht. So, dann muss ich da mal gucken, dass die Temperatur nicht übertrieben wird. Bam, geschafft und wieder runter und wieder gleichmäßig, bitte. So, okay. Und dann kann ich jetzt zu dir sagen. Was sage ich zu dir? Ach ja. Telnet 193.10.0.1. Bam. Okay, dann sage ich hier Logout. Ach. So. Dann sage ich das da. Ach so. Passwort 193.10.0.1 und das ist QWERTYUIOP123456. Bam. Aber jetzt. So, LS. Dann sage ich hier Download. Also als erstes Firewall Max bitte. Download Max bitte. CPU ist egal. Für Download ist CPU egal. Besen Exploit Bin. So. Bam. Was? Wollt ihr mich verarschen? Für Download ist CPU-Zeit echt so ziemlich egal. Ihr seid doch matschig. Naja, gut, okay. Es ist halt die Simulation von mir aus. Was soll das? Als ob die CPU Auswirkungen auf Download Speed hätte. Ich glaub's einfach gar nicht. Naja, gut, was soll's. So, wir können das Ding wieder runter machen. Und das kann ich wieder auf ausgeglichen machen. Und das da kann ich auch auf ausgeglichen machen. Wunderbar. So, dann kann ich jetzt sagen, exploit. So, help exploit. Usage exploit, hostname exploit file. Genau, okay. Exploit ist dann quasi 7.73622.553.modem und das ist Besen. So, braucht die auch. Oh, ausgezeichnet. Okay, dann kann ich jetzt sagen Dial 7. Achso, warte. Statt exploit kann ich da ja einfach dial schreiben, dann brauche ich die Zahlen nicht andauernd tippen.
So, das ist dann Dial. Dann sage ich ls. Ach so. Logout. Tan tan tan. Pam. ls. Null Dateien, null Dateien. Auf der Maschine waren auch nur die BESEM-Dateien. Black Undernet. Global Internet Authority. ls.stern. Help. Okay, das ist jetzt ein bisschen interessanter. Okay, also ich brauche da Dial. So sehe ich das zumindest. Okay, auf dem einen Server ist nichts und auf dem anderen Server ist auch nichts. Na gut, wir können jetzt trotzdem nochmal sagen, Logout. Dann sagen wir hier mal Decrypt. 7.73.622.635. Vielleicht ist immer der erste Server, mit dem er sich verbindet, eben der, der fehlerhaft ist. So, wir hauen rein. Du darfst auch reinhauen. Decryption ist in Ordnung. So. Du bist decrypted. Bam. Und du gehst wieder runter und du gehst wieder auf Balanced. Passwort haben sie nicht. So. Dann sage ich hier nochmal. Dann sage ich hier nochmal Dial. 7.73.622.635.modem. Bam. LS. Auch keine Dateien. Black Undernet LAN. Okay, dann sagen wir hier nochmal Logout. Dann sage ich mal Telnet 1.0.0.0. Connected to CIA. Welcome to Global. Ach, GIA. Global Internet Authority. All public information related to the management of the Internet. LS. Cut IP ranges. Reserved Global Internet Authority. Russia. Und was mit 10? 10 ist doch auch Russia. So. Also was habe ich denn bisher gemacht? Ich war auf dem Telefon, ich war auf seinem Rechner. Ich war auf Black Undernet, dort lag noch nicht. Okay, ja, ich will die ganze Zeit Exit sagen. Dann sagen wir hier nochmal Logout. Dann sagen wir hier nochmal Telnet 10.77.65.12. Cut Wi-Fi.networks. Home Wi-Fi. LS. Habe ich irgendwas übersehen? Card encoded. Scan ATM. Strich 056.svod. nyybank.com in Australien. Card information decode ATM log last ATM used in Australien. Der war das letzte Mal in Australien.
Okay. Na gut, dann probieren wir mal den Spaß zu die Krypten. Sagen wir mal die Crypt 193 ist immer noch Russland 0.0.56. Okay. Hau mal rein. Und hau mal rein. Ich hoffe ja, das klappt rechtzeitig. Also vom Tracer wäre es okay, von der CPU wird es knapp. So, ich würde ganz gerne zurückgehen. Das würde immer noch passen. Von der CPU weiß ich es nicht, ob das passt. Ja, komm, das passt. 10, 9, 8, 7, Ja, das 6, passt. 5, 4, 3, 2, 1. Aber sowas von. Okay, dann Telnet. Oh Gott. Okay, 193.0.0.56. Ach, Logout. Also ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen lächerlich, dass man sich nicht über fünf Maschinen. Okay, Cat Card. Aber da ist auch nichts, was mich weiterhilft. AA3F. Da ist gar nichts, was mich weiterbringt. So, komm, du kannst wieder komplett runter. Meine Firewall-Integrität ist immer noch in Ordnung. Die Temperatur, die dauert gerade zu lange für mich, ein bisschen runterzukommen. Okay, wir werden Black Undernet auch zerstören, weil ich hab gerade keinen Clou. Schlicht und ergreifend, ich habe gerade einfach keinen Clou. Was sonst los sein sollte. Also, du kannst dahin. Ich will warten, bis die CPU wirklich komplett abgekühlt ist, bevor ich hier den sag. 192.168.0.1. Einfach weil. Also, andersrum. Ich kann mich jetzt mit allem verbinden. Aber ich finde nirgends die Dateien, die ich bräuchte. Okay, wir sind bei 27 Grad. So, du darfst loslegen. Pam, pam. Oh. Nee, das wird ja gar nichts. Vom Tracer wird es gar nichts. Okay, weg mit dir. Zack. Gut, die Frage ist jetzt, wenn ich das jetzt wiederhole. Ja, fängt alles von vorne an. Okay. Wenn ich das jetzt so mache, geht der Trace dann länger? Nee, der Trace ist immer. Okay, dafür brauche ich auch also definitiv Exploit. Dafür brauche ich definitiv einen Exploit, aber ich finde keinen. Ich habe keinen Exploit gerade. Okay. Wir loggen uns nochmal aus. Ich muss mal kurz aufschreiben. Ich muss mal kurz die Zahl da aufschreiben. AA3F.
D560. AB31 und D02D. Also für mich sieht es nach Hexzahlen aus. Das wären dann aber jeweils zwei Byte. AA, AB, DD. Also IP-Adresse macht keinen Sinn. CC gleich Decode. Ich denke, ich soll mich nochmal mit dem Typ verbinden. Mit 10.77.65.12 LS Nano Card 4768. Ach, nicht Nano Cut. Nein, 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 nein. So, Cut Card. ATM Log. So, so, das ist FF5F. Das andere ist. Also, warte mal, die eine war 4420 und das hier war FF5F. A45F 45FE und E ist 001. Also für mich sieht es gerade so aus, als ob da irgendwie geschiftet wird. Also FF5F wiederholt sich, also 5F wiederholt sich. 45F, A45F, 5FE. Encrypted Credit Card Information. Okay, da müsste ich mal Help gucken. Habe ich irgendwie sowas wie Decode? Decrypt, Brute Force, Password, Exploit, Telnet, Dial, Logger, Download, Upload, Firewall. Firewall. Okay. Also sowas können wir sogar machen. Das wusste ich gar nicht. Ausgezeichnet, dann gehen wir hier wieder zurück. Okay. Das heißt, wir könnten... Ne, den können wir nicht, weil... Uptime. Decrypt the firewall encryption key for a given server. Try a password on a given server. Exploit. Execute an exploit on a given server. Connect to a remote server. Connect to a remote server via a modem interface. Ja gut, da hätten wir auch Telnet nehmen können. Also wie gesagt, Black Undernet LAN kommen wir nicht hin, weil... CC gleich die Code. Mich würde halt interessieren. Also FF ist 255. 5F.
F wäre 15. 5 mal 16 ist 50, ist 90. Also ich, wie gesagt, ich denke gerade über Hexadezimalschreibweise nach und ich wüsste jetzt aber nicht, was ich mit FF anfangen sollte. Also wie gesagt, 255, aber IP-Adresse? Nee. Und das sieht mir fast nach IP-Adresse aus, weil 4 Segmente. Aber jeweils 2 Byte, nicht 1 Byte. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert. So, vielleicht sagt mir die Zahl irgendwas. 4768. Die Zahl 4768. Sagt die mir was? Nee, die Zahl 4768 sagt mir gar nichts. Das andere ist 4420. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das irgendwie verunten oder verodern oder irgendwie sowas muss. Ich meine, ich habe jetzt alle Server aufgemacht. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt alle Server aufgemacht. Ich kann jetzt nochmal sagen Logout. Ne, komm, sagen wir nochmal ls. Ls. Dann sage ich cut Wi-Fi Networks. So, scan. Na komm. Ah, okay, groß kann ich gar nicht. Home Wi-Fi. Gar nichts. Pub. Lick 0196 auch nix. Okay, egal. Dann ls cut call.log. Okay, scan habe ich. Was ich scannen kann, ist ja rot markiert. Die beiden habe ich. Die beiden haben keine Dateien. Okay. Dann kann ich noch sagen cut inbox. Die beiden habe ich auch. Das Passwort habe ich bezogen. Das Passwort habe ich genutzt. Da oben sind keine Dateien. Na gut, da oben sind Dateien, aber egal. So. Cut card. ATM Blupsel. Wichtige Information wird rot markiert. Das ist eigentlich aber mehr ein Decoy. So. Den Automaten auf jeden Fall habe ich. Kann ich jetzt nochmal Logout. So, dann sage ich Telnet 7.73622.635.modem. Try dial. Genau. Also sage ich dial ls. Ich wollte es bloß ausprobieren. Keine Dateien. Das habe ich verstanden. Gut, dann sagen wir nochmal Logout. Dann sagen wir ls. Exploit für BESM6. Die Frage ist, wie komme ich bei Black Undernet rein? Nee. Ich habe eine blöde Idee. Ich sage jetzt hier mal decrypt 192.168.0.1. Irgendwie sieht diese Zeit da gerade sehr seltsam aus. 10, 9, 8, 7, 6. Okay. Also, das ist auch für die Tonne auf Deutsch. Okay, ich hatte gehofft, dass ich, wenn ich den Upload reduziere, den Download reduziere, dass dann der Trace nicht so schnell zu mir kommt. Aber okay. Wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, dass Upload und Download da nicht wirklich viel mit zu tun hat.
Gut. Das heißt, ich brauche für Black Undernet brauche ich eigentlich auch einen Exploit oder ein Passwort. Ich finde aber gerade keine Informationen. Okay, wir gehen das nochmal durch. Auf dem Rechner von dem Typ war ich schon. Wir gehen mal nochmal zu dem anderen Rechner. Auf dem waren wir ja auch schon gerade und da ist ja gar nichts. 553 LS. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Sagen wir wieder Logout. Dann sagen wir Telnet 193.10.0.1 ls cat bism time blah. This program demonstrate passing parameters by name integer xy procedure sub a blah 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 first sub a b b b new line blah blah blah. Okay, mir momentan ein bisschen zu hoch. Ich denke, das ist auch einfach nur irgendwelche dämliche Text. User 41199999999999. Also das sieht mir sehr nach Pseudocode aus, zumindest. Fällt mir da keine wirkliche Sprache ein. Zu der ich sagen würde, ja, die funktioniert so. Aber vielleicht ist es ja deren persönliche Scripting-Sprache für die Engine von dem Spiel. Ich weiß es nicht. So, dann ls exit. Na, logout ist hier der Befehl. Logout ls. So, wir waren auf dem. Wir waren auf Global Internet Authority. Telnet 1.0.0.0. ls cut IP ranges. Nichts von Interesse eigentlich. Logout. Gut. Dann würde ich sagen telnet itm blupsel ls. Das sind nur die Karten da Dingsbums und da steht auch nichts drin. Also da ist nichts gemerkt. Gar nichts. Gar nichts gemerkt. Deswegen verstehe ich nicht so wirklich, wie ich da weitermachen soll. F3. Sie haben kein Netzwerk, bla, Modem, Telefonnummern und so weiter. Ja. Ja. Nee. Also. Wir gehen nochmal auf die Maschine. Wir sagen nochmal Telnet 10 ls. Wir sagen nochmal cut call.log. Wir sagen scan 0.0. Nein, den wollte ich nicht. Ich will eigentlich 0.12345.00. Kein Server gefunden. Sage ich 1.52442.00.
1.554 und kein Server gefunden. Ach, Komma macht natürlich auch keinen Sinn. Da muss schon ein Punkt hin, aber auch da finden wir keinen Server. So, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen überfragt, weil eigentlich, meine ich, ich brauche einen Exploit für blackundernet.lan. Das kann ich natürlich probieren. Logout. Dass ich sagen kann, exploit blackundernet.lan. Telnet. Welcome to blackundernet. Your number one source for underground stuff. Check out our marketplace for various great opportunities. LS. Marketplace. Cut. Marketplace. If you have any encrypted credit card information, please upload the file here and we will credit your account right away. Okay. Telnet. Na, Logout. Okay, okay. Wir müssen Kreditkarteninformationen stehlen. Okay, dann sage ich hier. Telnet 10. Phone. Download. Card. Ja, genau. Card Inc. Also, das machen wir jetzt. Okay. So, dann würde ich ganz gerne Download erhöhen. Ja, genau. CPU reduziert irgendwas? Nein, CPU reduziert gar nichts. Okay, doch, reduziert schon irgendwas. Ist ja auch egal. So. Gut, die Datei haben wir. Die Datei haben wir. Ausgezeichnet. Dann kann ich jetzt sagen, Logout, Logout. Sage ich Telnet ATM. Dann sage ich Download Card. Hau mich, Dupsel. LS 4 4. Okay, bitte dahin. Und bitte so. Bitte, 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 bitte. So, und die Kacke sollte dann auch da sein. Ändert es irgendwas? Ja, eigentlich schon. So rum. Ausgezeichnet. Du kannst wieder runter. Wunderbar. Dann kann ich jetzt hier wieder sagen, Logout. Ich finde es übrigens seltsam, dass der eine Exploit für den anderen Exploit auch arbeitet. Okay, dann kann ich sagen, upload, nee. Telnet blackundernet.lan und dann kann ich sagen, upload. Ich weiß zwar nicht, warum ich das tue, aber ich tue es halt. So, dann würde ich da ganz gerne wieder balanced haben. Warum auch immer da meine neurale Integrität runtergeht. Naja gut, ist mir ja auch egal. Zack. Sage ich hier LS. Sage ich hier Cut Card. Irgendwas.
Und dann sage ich hier nochmal Upload, nicht Uptime, Upload, Upload Card. Die da. Warum auch immer. Die führen die wahrscheinlich zusammen und können mir dann irgendwelchen anderen Server Blödsinn erzählen. Und dann bin ich wieder glücklich und dann könnte ich endlich mal meine Firewall wieder regenerieren. Bam. Ach so. Ach so, das war's schon. Okay, gut, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, was da jetzt genau passiert ist und was da genau los war. Aber okay. Cool. Also, wunderbar. Das war quasi. Das war quasi die Demo von Hacker Evolution Immersion. Ich hoffe, ihr habt zumindest ein bisschen was von diesem Spiel verstanden. Ich habe einfach nur irgendwelche Sachen gemacht, die sich für mich irgendwie als Reihe ergeben haben, ohne wirklich zu verstehen, was ich da jetzt eigentlich genau gemacht habe. Ich freue mich aber, dass wir quasi die Demo dann doch durchgespielt haben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.